Hi, grüß dich, ist ganz schön lange her. Hallo. Das letzte Mal wir zwei zusammen war letztes Jahr, so Mitte März. Und mittlerweile hat sich viel getan, zum Beispiel bin ich Ski gefahren. Und da wir ja nicht quatschen, sollst du es einfach durch ein Lied erfahren. Mhm. Also hier hinten ist die Nachbarschaft geblieben. Wie du weißt, fühl ich mich wohl westlich im abgefuckten Gießen. Auch den Eltern geht es gut, du weißt, Mama würde sich nie beschweren. Ist einfach nicht ihr Style. Diese Jammerei liegt dir zu fern. Ich wieg jetzt mehr, weil ich sehr viel Sport mach. An der Arbeit haben wir einen Kraftraum und einen Sportplatz. Heftig. Ist ziemlich cool, wir können das alles kostenlos in Gebrauch nehmen. Oh ja, das muss man dann doch ausleben. Hallo liebe Ex-Freundin, ich wollte mich mal wieder melden und dir sagen, was bei mir gerade so geht. Hallo liebe Ex-Freundin, ich hab die Trennung überstanden, mittlerweile ist das alles echt okay. Hallo liebe Ex-Freundin, ich wollte mich mal wieder melden, ohne Rücksicht, ob dich das interessiert. Hallo liebe Ex-Freundin, du hast dich wirklich sehr verändert, sag, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Scarecrow Beats. Momentan konzentriere ich mich sehr aufs Studium, das bietet mir nehme ich sehr viel Sicherheit für die Zukunft. Wär zu dumm, wenn ich's mir aus den Händen reißen lasse. Denn zudem macht es doch Spaß, ja. Das ist echt ne geile Sache. Und ich mache immer noch ziemlich viel mit Kevin am Wochenende. Seine kleine Villa befindet sich auf nem Top-Gelände. Ist wirklich ansehnlich da drin und ich bin auch am Sparen. Immerhin möchte ich nach meiner Ausbildung in Audi fahren und irgendwo eine Wohnung hier in den Nebenstraßen. Und wenn das Geld reicht, dann fällt ein kleinen Strebergarten, ja. Hier aus meinem Zimmer ist komplett die alte Liebe weg. Tschüssi. Denn unser Bilderrahmen wird von nem Bild von Paris ersetzt. Das liegt jetzt alles im Keller in meiner Ex-Kiste. Neben der Wäsche, dem Abfluss und der Dreckschippe. Und deine neue Liebe ist nicht gerade mein Plan. Das lässt sich momentan halt nicht vereinbaren. Hallo liebe Ex-Freundin, ich wollte mich mal wieder melden und dir sagen, was bei mir gerade so geht. Hallo liebe Ex-Freundin, ich hab die Trennung überstanden, mittlerweile ist das alles echt okay. Hallo liebe Ex-Freundin, ich wollte mich mal wieder melden, ohne Rücksicht, ob dich das interessiert. Hallo liebe Ex-Freundin, du hast dich wirklich sehr verändert, sag, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Was denn? Du hast einen neuen, das freut mich wirklich total für dich. Wer kann's dir auch verübeln, wenn der Junge so sympathisch ist? Übrigens war ich in London letztes Wochenende. Ich fand's okay, für Sören war's ein blödes Dortmund-Ende. Und irgendwie hat nicht die Stadt nicht geflasht, war nichts Cooles dabei. Schaut man mal über Buckingham weg. Vor allem der Dreck war schwer zu übersehen. Den bekommt man ja in den ganzen Live-Berichten hier im Fernsehen nicht zu sehen. Ich frag mich gerade, was wäre jetzt noch erwähnenswert? Immerhin entsteht hier gerade sowas wie ein Lebenswerk. Oh, ja. Weniger als mehr, aber hier wär mehr weniger. Also mach's gut, wir sehen uns eh nicht mehr. Hallo liebe Ex-Freundin, ich wollte mich mal wieder melden und dir sagen, was bei mir gerade so geht. Hallo liebe Ex-Freundin, ich hab die Trennung überstanden, mittlerweile ist das alles echt okay. Hallo liebe Ex-Freundin, ich wollte mich mal wieder melden, ohne Rücksicht, ob dich das interessiert. Hallo liebe Ex-Freundin, du hast dich wirklich sehr verändert, sag, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Scarecrow. Ja, hallo meine liebste Ex-Freundin, was geht ab? Damit hast du nicht gerechnet, jetzt bist du baff. Ich trink ne Dose Dr. Pepper, die sind im Angebot. Ich muss dich wohl enttäuschen, Kleine, ich bin noch lang nicht tot. Woo! Ja, was soll ich dazu noch sagen? Da gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der ruft doch mal an. Scarecrow Beats. Nein, mach das lieber nicht. Mach das bitte nicht.